Dragon Ball Z Kakarot hat nun nach einiger Zeit DLC 2 endlich bekommen. Leider sind die DLCs bei Kakarot ein wenig anders, denn ihr bekommt sie nur, wenn ihr euch den Season Pass holt. Nichtsdestotrotz möchte ich in dem heutigen Lohnt sich der Kaufvideo ein bisschen darüber sprechen, was DLC 2 mit sich bringt, ob es besser ist als DLC 1 und auch kurz ein paar Worte zu dem neuen kostenlosen Spiel, also dem Multiplayer-Spiel Dragon Ball Card Warriors, aussprechen, denn ganz verstanden habe ich nicht, warum das eigentlich ins Spiel gekommen ist. Moin moin Leute, mein Name ist ReeFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Dragon Ball Z Kakarot und der Lohnt sich der Kaufreihe. Wie eingangs erwähnt, ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze Lohnt sich der Kauf zu nennen, obwohl man DLC 2 einzeln gar nicht kaufen kann. Aber eigentlich macht das Sinn, denn in DLC 1 haben wir die Super Saiyan God Verwandlung gehabt und letztendlich war es nur ein Level DLC, bedeutet man konnte relativ gut und schnell aufsteigen in dem Level der einzelnen Charaktere, dann gegen Beerus kämpfen und das war's, eine richtige Story gab's dann nicht, jedenfalls nichts, was wirklich nennenswert wäre. DLC 2 führt das Ganze zwar fort, aber bringt ein bisschen mehr an Story und an Content mit sich, was wirklich nicht schlecht ist. Wir haben die guten Cutscenes zwischendurch, die wir schon aus dem Hauptspiel kennen, aber letztendlich ist der Ansatz dieses DLCs derselbe. Wir fangen an mit Goku und Vegeta im Training bei Whis und sie lernen die Super Saiyan Blue Verwandlung. Dann geht es natürlich um Golden Freezer und den Kampf gegen diesen, aber dazwischen gibt es ein bisschen Story, nicht hundertprozentig passend zum Manga und Anime, nichtsdestotrotz relativ gut gemacht und auch ein paar andere Content-Pieces. Ihr könnt unter anderem einen Horden-Modus jetzt bespielen und das ist einfach so, dass ihr mit einem Team gegen mehrere Gegner auf einmal antretet. Es ist ein bisschen Button-Mashing, wie viele sind Dragon Ball Z Kakarot, aber es ist eine nette Abwechslung. Dieser Horden-Modus wird im Story-Bereich auch gespielt, bedeutet ihr macht ein Team mit Piccolo und Gohan jeweils getrennt und müsst dann verschiedene Gegner aus der Freezer-Truppe besiegen. Die Ginyu Force ist plötzlich wieder da, deswegen auch ein bisschen anders als in der eigentlichen Story. Und es geht darum, so viel Combo wie möglich aufzubauen, um dann mit einem Supermove der drei Leute eben so viele Gegner wie möglich auf einmal zu besiegen. Im Großen und Ganzen bringt dieser DLC, wenn ihr nur durch die Story rusht, etwa eine Stunde Spielzeit, wenn ihr die Cutscenes überspringt. Mit Cutscenes würde ich sagen, ist es vielleicht so 1,5 Stunden. Es gibt aber danach noch ein bisschen mehr. Der Horden-Modus kann nochmal angegangen werden, einfach einzeln und mit anderen Teams. Ihr könnt die Super Saiyan Blue-Verwandlung, die ihr dann für Goku und Vegeta bekommt, noch weiter ausbauen mit neuen Moves, das heißt viel Gefarme wieder von Kugeln und ähnliches, was ich persönlich nicht so gut finde, denn es ist einfach nur durch die Gegenfliegen diese Kugeln einbauen. Sie hätten das vielleicht ein bisschen besser lösen können. Und ihr könnt das Ganze sogar wieder von vorne starten und nochmal angehen auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zum Beispiel. Wenn ihr mit der Story an sich durch seid und Freezer mal wieder besiegt habt, gibt es auch noch ein paar neue kleine Nebenquests, die ganz nett gemacht sind, aber im Großen und Ganzen ist es halt kein vollwertiger DLC-Part, was es auch nie sein wollte, muss man dazu auch sagen, sondern eine nette Dreingabe mit einer neuen Verwandlung und ein bisschen Story drumherum. Bin ich total begeistert davon? Na, eigentlich nicht wirklich. DLC 1 hat mich schon relativ enttäuscht, dadurch, dass es ja nur wirklich dieser Kampf gegen Beerus war. DLC 2 bringt ein bisschen mehr, aber der dritte Teil von diesem Season Pass, DLC 3, das ist ja das, wo wirklich viel Content kommen soll. Und ich verstehe, warum es ein Gesamtpack ist, denn es gab ja schon ein paar Leaks und Gerüchte, es handelt sich um Trunks und ich persönlich glaube mittlerweile, dass es zwar die History of Trunks ist, wie es in einem, ich glaube in einem Store in Spanien damals gezeigt wurde. Aber dass es sich schon um die History of Trunks von dem Goku Black Arc handelt. Bedeutet, man braucht die Super Saiyan God und die Super Saiyan Blue Verwandlung vorab, um eben diesen Teil überhaupt wirklich spielen zu können. Und deswegen gibt es das nur als Gesamtpaket, weil alle DLCs aufeinander aufbauen. Und das war jetzt gerade auch wirklich klar, denn die Kämpfe in DLC 2 sind so ab Level 80, 90. Der Kampf gegen Golden Freezer, glaube ich, war auf Level 170. Es gibt auch noch ein bisschen höheren Level. Aber eben, dass sie aufeinander aufbauen und man ohne diesen DLC eben keine Grundlage hat, um eben wahrscheinlich den letzten Trunks DLC zu spielen. Also, würde ich euch den Kauf empfehlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich schwer. Die Add-ons sind komplett getrennt vom Hauptspiel, das heißt, ihr könnt die Add-ons auch so spielen, solltet das Hauptspiel aber meiner Meinung nach schon gespielt haben. Und im Großen und Ganzen ist es eine nette Dreingabe, es hat mich einen Nachmittag lang zwar unterhalten, aber ich habe jetzt kein Bedürfnis hinzugehen und alles irgendwie auf den höchsten Level zu bringen, alle Charaktere hochzuleveln, alle Skills freizuschalten, weil irgendwie ist das einfach nur ein Grindfest, was mir persönlich nicht so viel Spaß macht, obwohl ich tatsächlich jemand bin, der gerne grindet. Ich spiele zum Beispiel Games wie Genshin Impact, wo es hauptsächlich um Grinden geht, aber bei Kakarot fehlt mir da einfach irgendwie die Lust zu.
Ich würde einfach sagen, wenn ihr Kakarot habt und den DS Season Pass sowieso schon gekauft habt, dann schaut es euch natürlich an. Wenn ihr Kakarot habt und den Season Pass noch nicht gekauft habt und noch am Überlegen seid, ah, sollte ich es kaufen oder nicht, würde ich tatsächlich empfehlen, noch nicht kaufen und warten, bis der Trunks DLC raus ist, weil dann habt ihr drei DLCs, die ihr am Stück spielen könnt und werdet wahrscheinlich einiges an Content auf einmal einfach genießen können und wirklich ins Spiel wieder reinkommen. Denn so ein Nachmittag hat für mich gar nicht gelangt, um ins Spiel total wieder reinzukommen. Es war nett, aber als ich fertig war, habe ich mir gedacht, okay, das war's. Und Dragon Ball kann erst einmal wieder deinstalliert werden, bis eben der letzte DLC kommt. Zum Ende des Videos sind noch ein paar Worte zu Dragon Ball Card Warriors. Das ist etwas, was mit einem der kostenlosen Updates aufgespielt wurde. Ich glaube, es ist schon 2-3 Wochen her. Ich habe tatsächlich auch gewartet, bis ich meine PS5 habe, um das Ganze auf der PS5 zu testen. Denn ein großer Punkt von Kakarot, der wirklich nervig ist, sind die riesigen Ladezeiten, die deutlich besser sind auf der PlayStation 5. Und Dragon Ball Card Warriors ist ein neuer Spielmodus, ein Multiplayer-Spielmodus, der nicht in dem Hauptspiel und noch nicht mal im wirklichen Menü des Hauptspiels ausgewählt wird, sondern im Titelbildschirm und ein komplett neues Spiel wird gestartet. Letztendlich könnt ihr euch Dragon Ball Card Warriors als typisches Free-to-Play-Kartenspiel vorstellen. Es ist wirklich ein guter Kartenspiel. Es macht Spaß, es hat coole Ansätze. Es ist aber das, was man von anderen Games auch kennt, macht jetzt nichts wirklich super Besonderes. Aber das, was es macht, macht es richtig. Was mich an diesem Spiel ein bisschen genervt hat und was ich auch nicht verstehe, ist zum einen, dass es eben überhaupt nichts mit Kakarot zu tun hat und ich deswegen nicht ganz verstehe, warum sie es in Kakarot rausgebracht haben, weil es deutliche Nachteile dadurch hat, sei es die Menüführung, sei es die Ladezeiten. Und zum anderen, dass es eigentlich ein Free-to-Play-Spiel ist, was jetzt an einem Vollpreistitel angeknüpft wurde. Was meine ich mit Free-to-Play-Spiel? Zuerst ist es rausgekommen und man kann durch das Spielen der Hauptstory einige Sachen freischalten, um Kartenpacks zu ziehen. Man kann durch das Spielen des Spiels auch einiges freischalten, um Kartenpacks zu ziehen. Aber sie haben mittlerweile auch eine Ingame- bzw. eine Echtgeldwährung rausgebracht, die man kaufen kann für gutes, vieles Geld. Wow, was für ein deutsches Wort, aber egal. Oder für eine deutsche Aussprache. Also, aber ihr könnt da richtig Geld investieren, um Karten zu ziehen und dann online gegen andere zu spielen oder eben einfach nur gegen den Computer. Und das ist so ein typischer Free-to-Play-Approach, den kann man mögen, muss man nicht mögen. Es ist auch okay, wenn man sagt, naja, das ist nicht so mein Ding. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt da, es ist verknüpft an einem Vollpreistitel und ich verstehe es nicht. Hätten sie das Ganze als Standalone rausgebracht, für Konsole, für Handy, für PC und man kann es halt kostenlos runterladen, spielen und dann bei Bedarf, wenn man wirklich in das Game einsteigen möchte und Spaß hat, dann ein bisschen Geld zu investieren, um vielleicht noch mehr Kartenpacks zu ziehen, würde ich noch sagen, ja, okay, ist ein kostenloses Game. Aber es ist an Kakarot verknüpft, bedeutet, ihr müsst Kakarot besitzen, um dieses Spiel zu spielen und dann sollt ihr auch noch Geld ausgeben, um noch zusätzliche Karten zu ziehen. Das ist für mich schon fast ein bisschen, ja, lass uns doch mal versuchen, noch mehr Geld aus dem Game zu machen von den Leuten, die eigentlich ein Singleplayer-Spiel erwartet haben. Weil es ist zwar ein Multiplayer-Modus, hat aber nichts mit dem Kern von Kakarot zu tun. Das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Viel mehr wird es zu dem Game wahrscheinlich bei mir nicht geben. Ich habe ein bisschen reingeschaut, habe mir gedacht, ja, okay, ist ganz nett, aber ich habe gerade andere Games, die mich beschäftigen und sowieso nicht viel Zeit. Das heißt, das ist kein Game, was ich irgendwie langfristig spielen werde. Vielleicht werden sie es noch abknüpfen von Kakarot und dann könnte es durchaus interessanter werden für den einen oder anderen. Und das soll es gewesen sein. Das ist mein Video rund um Kakarot, DLC 2 und Card Warriors und ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung zu den beiden Themen ist. Schreibt es gerne unten rein und ich freue mich natürlich auch über einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video, eine von meinen Playlists oder auch mich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games oder Fighting Games steht.